Notruf absetzen, Pete aus dem Wald schaffen und sinnvoll retten lassen, wenn wir es denn wollen. Rettungsdienst wird gerufen, du wirst an einen Punkt gebracht, wo dich der Rettungsdienst sinnvoll übernehmen kann. Das entfernen wir nie wieder, das macht der Arzt im Krankenhaus oder medizinisches Personal. Moin zusammen, ihr habt nachgefragt, stark blutende Wunden, gibt es komplette Sets? Ja, gibt es. Ich habe euch mal was rausgesucht von Mediurs, der hat einen Shop, da kann man sich ein Blutstopp-Set bestellen. Da ist alles drin, was man braucht. Ich habe die Teile hier schon mal ausgepackt, das ist wunderschön alles eingeschweißt, fertig. Wir packen es gleich auch noch mal komplett aus. Eine generelle Frage hat mich zu dem Thema Tourniquets erreicht. Warum sind all unsere Tourniquets nicht eingeschweißt, damit sie trocken bleiben, sauber bleiben und wir jederzeit damit arbeiten können? Ihr habt die Handschuhe an, ihr habt einen blutenden Kameraden. Blut wird wie Schmierseife. Und alles, was ihr dann aus einer engen Verpackung aus Plastik auspacken wollt, kriegt ihr nicht ausgepackt. Deswegen werden solche Gerätschaften wie zum Beispiel Tourniquets immer ausgepackt, damit man sie nutzen kann, wenn man sie braucht. In diesem Kit von Mediurs ist ganz viel drin. Auch eine schöne Anleitung, ein Schemata, das C-A-B-C-D-E-Schema zum Abarbeiten. Wir reißen es mal auf, würde ich sagen. Test the best. Hauptbestandteil natürlich ein Tourniquet. Cat 7, neueste Generation. Aber jetzt in Orange. Ich verwende nur noch Orange, deswegen tausche ich meine Sachen gerade durch. Sonst war Üben immer Orange, aber jetzt ist Orange tatsächlich Ernstfall, weil das sonst verloren geht. Es wird in der Übergabe verschlammt, man ist aufgeregt. So ein Tourniquet ist dann gut zu sehen. Deswegen Orange. Findet sich einfach besser. Originalbedienungsanleitung liegt natürlich immer bei. Und wie ihr seht, gerade frisch aufgerissen, das ist nicht mehr eingeschweißt und umverpackt, damit man es auch gleich nutzen kann. Mit dabei im Set eine große Traumabinde. Natürlich, was wir immer zuerst brauchen, Handschuhe für mich zum Schutz und für andere. Ihr habt nochmal ein Pflasterset dabei, immer zu gebrauchen. Eine fliegt sie weg. Rettungsdecke brauchen wir auch, Wärmeerhalt, jeder Verletzte braucht Wärmeerhalt. Und hier ist noch ein Paket, eingeschweißte Wundgase. Das heißt, wenn die Wunde ein bisschen größer ist, auf Ast gestürzt, ergibt sich ja im Körper ein Loch. Und so eine Blutung zu stoppen ist recht schwierig, deswegen gibt es eingeschweißte Gase. Ich habe die hier mal in ausgepackter Variante, das ist so ein Endlosschlauch. Den könnte man dann auch in Wunden stecken, um eine Blutstillung dort drinnen zu erreichen. Dann natürlich Bandage rum und vorher liegt natürlich der Tourniquet. Wie gesagt, Wundgase, ziemlich lang, großer laufender Meter. Original verschweißt, will ich jetzt natürlich nicht aufreißen, weil das Set, so wie es ist, kommt in den großen Rucksack. Weil wenn wir mal größere Touren machen, länger weg sind, ein großes Lager betreiben, dann haben wir natürlich auch ein bisschen mehr Equipment mit. Da haben viele von euch nachgefragt. Die wollen ganz, ganz viel mitnehmen und da wird es dann irgendwann so ein großer Rucksack. Ja, moin Mike. Hallo Pete. Ich brauche natürlich heute mal, sonst bin ich Statist, heute brauche ich Pete als Statisten, sonst kann man die Anwendung eines Tourniquets ja nicht wirklich zeigen. Es gibt im Internet ganz, ganz viele Mythen und ich richte mich nach dem, was in Deutschland offiziell zugelassen ist, was verabschiedet ist, wo dieser Tourniquet angewandt wird. Und das sind nur 4 Stellen am Körper, auch wenn es zwischendurch anders gezeigt wird. Und das ist tatsächlich verkehrt. Die 4 besten Stellen am Körper, direkt oben Oberarm, links und rechts und Oberschenkel, direkt links und rechts. Nicht unterhalb des Knies, nicht unterhalb des Ellenbogens, denn da haben wir zu wenig Muskelmasse und zu viel Knochen. Da kriegt ein Tourniquet gar keinen Halt, um Arterien und Venen dicht zu machen. Und wir wollen ja eine Stauung erreichen. Und das geht tatsächlich nur am Oberarm, in der Muskulatur. Früher haben wir es gelernt, ne, zum Abdrücken. Hier ist so eine Muskelfuge. Und wenn man da rein...
reingeht. Sag mal, hält super still. Wenn man da reingeht und hochdreht, ja, das ist unangenehm, aber dann drückt man tatsächlich die Arterien zu. Und dann kann man auch eine Blutstillung erreichen. Und der zweite Kamerad könnte jetzt einen Druckverband Arm oder Hand anlegen. Nun bin ich alleine. Und wenn Piet sich richtig wehgetan hat, dann Tourniquet. Nicht um den Hals? Nein. Ach so. Kopfplatzwunden behandeln wir nicht mit dem Tourniquet. Nein. Ach so. So eng wie möglich anlegen, logischerweise. Dann habt ihr hier oben den Knebel. Das tut weh. Das muss euch bewusst sein. Was? Das ist auch demjenigen bewusst, der da liegt. Dem tut es ja schon hier unten weh, weil es blutet wie Tier. Ach so. Piet würde jetzt im Realfall natürlich auf dem Fußboden liegen. Wir halten den Arm hoch, damit das Herz es schwerer hat, nach oben zu pumpen, damit es nicht so doll blutet. Aber ihr könnt das im Moment so ein bisschen schlecht sehen sonst. Und dann wird dieser Knebel gedreht. Und das tut natürlich weh. Und wenn ich nicht schreie? Und wenn du nicht schreist, tut es dir noch nicht weh genug. Der lag jetzt schon ziemlich eng. Ich habe es nur zweimal gedreht. Ja. Wie ist es so? Ja, es ist noch gut. Ist noch angenehm. Ist noch angenehm. Ja. Das ist schön. Okay. Wir wollen hier ja auch nur kurz ein bisschen demonstrieren. Und das ist schon recht stramm. Jetzt kann ich dich ja nicht bewegen. Und wenn man bei Piet dann jetzt mal den Puls fühlt, der hat hier unten keinen Puls mehr. Das heißt, wir haben eine absolute Stauung erreicht. Es dauert auch nicht lange. Dann wird die Hand richtig schön blass. Wenn ich jetzt mal drücke, Kapillare, wie füllen sie sich zurück? Das ist schon extrem verzögert bei Piet. Das heißt, das sitzt. Würde er hier richtig bluten, ich würde noch ein paar Mal mehr drehen, aber dann würde Piet hier schreien. Das macht ja keinen Sinn. Als letztes und wichtigstes, damit das ja nicht aufgeht, wird es zugeklappt. Und dann wird es beschriftet mit Uhrzeit. Wann habe ich das rangemacht? Und bei uns ist es so, wir haben dann ja auch schon einen Notruf abgesetzt, qualifiziert. Das entfernen wir nie wieder. Das macht der Arzt im Krankenhaus oder medizinisches Personal. Da Piet nicht so lange leiden muss, mache ich das jetzt mal schön langsam wieder auf, weil dem tut jetzt schon wunderschön der Arm weh. Tot. Und wir machen das auch ein bisschen langsam, nicht um ihn zu quälen, sondern genau, das kribbelt. Da fließt jetzt ganz viel Blut zurück. Das wird gleich wieder warm in der Hand und gleich wird er auch mal den Arm ein bisschen ausschütteln und durchbewegen. Und jetzt könnt ihr es auch schön sehen, ne? Wie hoch haben sich hier die Schlaufen gezogen. Oh. Da haben wir richtig Spannung aufgebracht. Und das hier ist tatsächlich auch ein extra Übungstourniquet. Das ist ein Cut 7. Also, damit Piet nicht zu lange Schmerzen hat, während ich hier immer erkläre und irgendwas mache. Vorhin haben wir den Tourniquet runtergenommen. Er hat sich durchbewegt. Dem Arm geht es wieder gut. Wir haben den jetzt natürlich zu Showzwecken wieder angelegt. Wir sind ja noch in der Versorgung. Ich habe den nicht zugeknebelt. Wir wollen ja niemanden quälen in der Ausbildung. Ich bin in der Ausbildung. Vielleicht lernst du heute auch noch was. Ich hoffe das. Ich lerne ja auch genug bei dir. Okay. Traumabandage. Wir müssen ja die Wunde ein bisschen bedecken und machen und tun. Wir gehen mal vom Unterarm einfach aus. Piet hat sich ein bisschen doof geschnitten. Und jede Wunde wird ja trotzdem von uns verbunden. Das fühlt sich schon mal sehr gemütlich an. Ja, die ist schick, ne? Weich. Ja, weiß und schön. Nee, weich. Weich? Ja, schön gepolstert, ne? Es gibt bei allen Binden ja generell bei vielen immer das Problem, was machen wir am Ende? Klar gibt es hier wieder diesen Hakenclipser zum Einhaken, aber so eine Binde hat von Haus aus schon immer zwei Enden. Ihr könnt nämlich relativ einfach hier den Finger hinlegen, einmal rumlegen. Oh, ein Stück zu kurz, machen wir einen länger. Also, Finger nehmen, rumgehen und dann habt ihr ja zwei Enden. Und diese beiden Enden könnt ihr auch verknoten. Geht bei allen anderen Binden auch. Sonst schneiden die Leute die immer auf oder versuchen das irgendwie mit irgendwelchen Nadeln zu machen. Aber klappt so auch. Wir haben ja eine Blutstauung erreicht durch den Tourniquet. Das heißt, wir brauchen hier keinen Druckverband mehr machen. Aber wir müssen die Wunde ja sinnvoll bedecken. Notruf absetzen. Piet aus dem Wald schaffen und sinnvoll retten lassen, wenn wir es denn wollen. Es sei denn, er sieht irgendwann mal anders aus. Aber man darf den jetzt selber nicht mehr aufmachen. Nee. Also, Tourniquet, ja. Einmal geschlossen, Uhrzeit draufgeschrieben. Wir sind wieder im Spaß weg, ne? Habt ihr verstanden? Das bleibt so dran.
Rettungsdienst wird gerufen, du wirst an einen Punkt gebracht, wo dich der Rettungsdienst sinnvoll übernehmen kann, wenn wir es denn hinkriegen. Oder wir müssen den Rettungsdienst in den Wald kriegen. Okay. Aber das löst ein Ersthelfer, der es angelegt hat, nicht mehr. Okay. Er weist den Rettungsdienst nochmal drauf hin, obwohl in Orange sieht es auch der Rettungsdienst, in Schwarz bei Tarnklamotten wird es schwierig. Aber da liegt ein Tourniquet, stark blutende Wunde, versorgt. Und das macht tatsächlich der Arzt. Auch sinnig und langsam im Krankenhaus, guckt sich wahrscheinlich erst noch mal kurz die Wunde an, bevor die Stauung ablässt und. Weil er weiß, wenn da drunter Gefäße verletzt sind und man nimmt das jetzt plötzlich ab, dann blutet es ja wieder im Schuss. Das möchte ja keiner. Also wie gesagt, das macht der Arzt. Dann haben wir alle ein großes Problem, wenn wir in ein Endzeitszenario kommen. Im Endzeitszenario? Da kommen wir auch noch drauf, was wir dann mal machen müssen eventuell. Gibt es das auch in Grün? Nee, ne? Wegen Tarnung und so? Ja, wegen Tarnung und so. Wir hätten jetzt natürlich auch, ach ja, obwohl es einen Druckbügel hat, hätte man natürlich auch mit der Israeli-Bandage genau denselben Verband machen können. Man bedeckt halt nur die Wunde. Man braucht diesmal das nicht zum Stauen. Überhaupt kein Problem. Hey, auf jede Frage eine Antwort. Du bist ja einer. Dann wirst du auch wieder so verwurstelt. Und weil ich wieder Langeweile habe, alles hat zwei Enden. Ihr lasst es nach unten fallen und könnt es dann auch verknoten. Macht euch das Leben nicht so schwer, mit irgendwelchen Scheren da reinzuschneiden oder mit einem Messer und dabei noch abrutschen, sich selber verletzen. Braucht man nicht. Ja, wir können das auch in Tarnfarben machen. Kein Problem. Was ich aber noch sagen möchte, wir packen Pi gleich wieder aus. Der Regen zieht auf. Wir haben noch mal ein bisschen was gemacht zu Tourniquet, zu stark blutenden Wunden. Was Kleben, Klammern, Pflastern angeht, klar. Machen wir auch noch mal. Für die Spezialisten darf es auch noch mal was ganz Spezielles werden. Ich möchte euch aber trotzdem noch mal ein Buch empfehlen. Wer sich echt interessiert für erweiterte Erste Hilfe, macht einen Erste-Hilfe-Kurs dieses Jahr. Es kann ja bald wieder losgehen. Frischt eure Kenntnisse auf. Und wenn ihr dann ein bisschen tiefer einsteigen wollt, zwar nicht in den totalen medizinischen Sanitätsbereich, so hochtrabend oben, sondern irgendwo so dazwischen. Schemata helfen einem ja, wie das ABCDE-Schema. Hier in diesem Buch ist alles drin erklärt. Es sind auch ein paar Bilder drin für die, die gerne Bilder gucken. Aber jede Menge Abkürzungen. Es geht auch nochmal um Psychologie für einen selber, für den Verletzten. Wo schlägt was? Ich will nicht zu viel aus dem Buch spoilern. Es ist wirklich gut beschrieben. Da habt ihr etliches drin. Ich kann es empfehlen. Macht wirklich Sinn. Ich sage erstmal danke. Und ich glaube, wir verziehen uns mal schnell, bevor der Regenschauer da ist. Hast du Angst? Sturm kommt! Nö, ich habe keine Angst. Ich will ja nicht so schnell weg wie du. Guten Tag. Das eiskalte Händchen. Ich bin so blöd, da ist die Kamera. Du stehst da drüben. Ist aber echt windig hier. Das ist zu windelig heute. Alter Schwede. Ich hoffe, die Kamera oben sieht das auch. Okay. Während ich sie dann gleich nehmen. Schnitt. Ja, merkst du, ne? Deswegen habe ich ja auch gefragt und nicht wie ein Geisteskranker gedreht. Natürlich hätte ich 8-mal drehen können. Ist nur die Frage, ob das so lustig ist. Und dann kommt es ja auch noch drauf an, was hast du alles drunter? Und wie gut hast du vorher gespannt? Gespannt? Ach so, ja, also den gespannt. Festgezogen. Dann braucht man nicht ganz so oft knebeln und ziehen. Knebel, da war er wieder. Ja, läuft ja noch. Läuft noch, ne? Der Knebel. Wenn man das einzeln kauft bei so komischen Herstellern und viele kaufen ja beim großen A und dergleichen, werden die gehandelt um die 50 Euro. Wenn man so ein bisschen bei anderen Herstellern guckt und macht und tut, kommt man auf einen niedrigeren Preis und dann wäre ich tatsächlich bei dem kompletten Set, wenn ich mir das alles einzeln kaufen sollte, 90 bis 100 Euro gehen drauf. Bei Urs das komplette Set 50 Euro. So um und bei. Das ist tatsächlich Daumen hoch. Und das für einen Cut 7, der alleine schon Amazon aktuell 45 Euro kostet. Und da ist ja nun tatsächlich jede Menge Equipment drin. Darf man nicht vergessen. Ist das ein Schokoriegel? Nee, tatsächlich. Das sind die Gase zum Stopfen der Wunde. Habe ich Gase? Ja, medizinische Gase. Da nennt man alles, was Zellstoff ist und gepresst ist und hin und her, nennt man Gase. Also im medizinischen Bereich. Nee. Ähnlich. Ach so. Ah. Gatze. Steht auch drauf. Ach, Gatze. Ja.
Ja, du darfst die Leute nicht so verwirren mit Gar-C und denken sie, hast du gepupst? Deswegen Gar-C. Gatze. Japanisch, Gatze. Schied. Oh, was gibt's heute? Gatze. Was gibt's? Gatze. Oh, Gatze, Tippi. Ja. Das kannst du tun, wie du möchtest. Auf jeden Fall waren wir dann heute auch ein bisschen witzig und albern. Apropos Dr. Albern, wir können mal den Ton stoppen.